Hey, ich bin Timo und jetzt checke ich eure Parfümsammlungen. Ab geht's! Abos in gut 3 Monaten. Leute, ihr seid geil. Vielen Dank, ja. Erstmal Schulterklopfen für mich und Applaus für euch. Großes, großes Danke. Und ich denke mal, das ist eine kleine Sonderfolge wert, oder? Und hier ist sie, ja. Ein kleines, ja, 500 Abos Spezial hier. Und ja, ich habe ja die Community gefragt, ja, wie sehen eure Sammlungen aus? Ja, und ich habe ein paar E-Mails bekommen, beziehungsweise DMs, ja. Und jetzt sagt ihr, hä, ich habe ja gar nichts davon mitbekommen. Ja, dann müsst ihr mir folgen. Und zwar auch auf Instagram, wie das ja so modern heißt. Und zwar wie, wo, was? Hier, ganz groß baller ich mir das hier, ja, in die Gusche rein. Da müsst ihr mir folgen. Das wäre wunderbar. Dann kriegt ihr auch alles mit. Ja. Und bei 1000 Abos, da mache ich das Ganze nochmal. Vielleicht auch ein bisschen größer, noch ein bisschen ausführlicher, ein bisschen komischer, mal schauen. Bevor ich loslege, ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was euer allererstes Video war, was ihr von mir mitbekommen habt. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir an. 4 Herren-Duftsammlung und eine, ja, eine ist von einer Dame. Alles dabei, oder? Also, ab geht's. Die erste Sammlung kommt vom lieben Alesch. Grüße gehen raus. Und die erste Frage, die sich mir auftut, ist, bist du ein kleiner Playboy? Zwinker-Smiley, denn du hast ganz viele Düfte, die auch in meinem Video, das finden Frauen leider wirklich sexy, vorkommen. Ha, du weißt, wie es läuft. Du weißt, was die Damen riechen wollen. Na, du hast so sexy Düfte, also, wie ich da ja schon erörtert habe, Eros zum Beispiel, oder halt Job Om. Dann hast du den Savage, den Boss Bottle, ne? All die kamen ja vor. Und gucken wir mal noch. Du hast auch, beide Prada Lom, ne? Auch die Intense-Version, die ist auch sehr, sehr nice. Ich glaube auch, du hast eine heimliche Liebe zu Aventus. Ne? Du hast den Mont Blanc, du hast den Club. Aber das Original, ne? Das hast du nicht. Und ans Original kommt keiner ran. Aber da gibt es ihm wahrscheinlich auch recht, oder? Nische, wo bist du? Also Nische sehe ich hier nicht. Aber das kann ja noch gut kommen, ne? Du hast auch den Job Om Le Parfum. Also der ist schon, ich finde ihn sehr, sehr mies. Die Iris da drinne ist mies. Also ich mag es überhaupt nicht. Aber du hast ja auch das EDT und das EDP. Die sind schon okay, so, ja. Aber die Parfümvariante davon, eieiei. Nee, das ist nicht mein Geschmack. Ey. So viel Iris, boah. Sehr solide Sammlung, ja. Natürlich designerlastig, ja, kann man so sagen. Aber ist alles so dabei, was so geht, ja. Viele sexy Date-Sachen dabei, Zwinker-Smiley. Ja, solide Leistung und ich würde mal sagen, checken wir mal die nächste Sammlung aus. Die nächste Sammlung kommt vom lieben Malte. Grüße gehen raus und auch hier fällt mir eins auf, keine Nische. Ja. Gucken wir mal rein und auch du hast den Eros, ja, wie der Alesch, das sind schon so ein paar Überschneidung, auch du hast den Mont Blanc und ja, diesen Mont Blanc Duft, den habe ich ihm ja empfohlen und ja, er hat mir danach eine Sprachnachricht bekommen, er hat sich den blind bestellt, ja, auf mich ist ja Verlass, kann man ja manchmal machen und was er dazu sagte, als er es dann zum ersten Mal gerochen hat, das spiele ich euch mal vor. Digga, das Parfüm riecht richtig gut, Alter, ohne Scheiß. Digga, ich schmeiß alle anderen weg. Ja, scheint wohl ein guter Duft zu sein, oder? Ist Aventus für kleines Geld eine etwas andere Alternative noch so. Er ist nicht 1:1, aber naja, hast nicht so viel Cash, willst und kannst es aber nicht ausgeben so. Okay, da kannst du den holen. Ist ein absolut solider Duft. Links haben wir dann auch noch den Encre Noir. Das ist so für mich, ja, Oudwood on a budget hier. Der, ne? Qualitativ ist der so top, aber man muss es schon mögen, ja. Er ist auch recht preiswert. Ey, ohne Witz, ne? Wer auf waldige Düfte, so erdige Dinger steht und den nicht kennt, nicht so viel Geld ausgeben will, mal auschecken, ist auch sehr nice. Sehr nice ist auch der Coach. Das Problem ist nur, dass der nicht lange hält, ne? Das ist ein geiler Duft für Schüler und so. Auch nicht so teuer. Der riecht echt solide, stabil, gut.
aber hält leider überhaupt nicht. Und das ist ein bisschen schade. Invictus sehe ich auch. Den Duft habe ich des Todes in meinem Leben hier getragen. Ich weiß nicht, wie viele Flasche ist das hier? Zweite oder so? Dritte? Ich weiß es gar nicht. Und wegen diesem Duft fing ich irgendwann an, in dieses Duftgame einzusteigen und mich immer weiter in dieses Rabbit Hole zu verlieren. Denn ich dachte irgendwann, ah, ich brauche irgendwie mal was Neues. Ne? So nach gefühlten 300 Jahren brauche ich mal einen neuen Duft. Und irgendwie ist es dann eskaliert. Aber naja, war bisher eine schöne Eskalation. Und hey, mit euch immerhin über 500 Abos. Danke nochmal an euch Schnuffelhasen. So, was haben wir noch? Ja, auch so ein bisschen datefähige Sachen hier mit mal. Ne? The One, kannst auch nichts falsch machen. Den Authentic Night, den finde ich fürchterlich, aber okay. Wood on Wood, holzig und süß. Ja, der ist schon interessant, aber ich glaube, der hält auch nicht so wirklich lange, ne? So meine Erfahrung. Aber der ist echt, ja, ist ein cooles Schnäppchenteil. Holzig, süß. The Woodster, den finde ich in der Mitte nicht gut, aber... Ist ja immer, wie so vieles, Geschmackssache, oder? Auch hier eine, ja, überschaubare Sammlung, aber ist alles dabei, was man so braucht. Ne? Ein bisschen was für Sommer, ein bisschen was für Winter, ein bisschen was für Date. Ja, ne? Da ist schon viel abgedeckt mit. Und man braucht auch gar nicht 500 Parfums, sondern das ist schon, ja, ordentlich. Diese Sammlung hier kommt vom Christoph. Grüße gehen natürlich auch raus. Und... Hier ist ein bisschen mehr los. Springen wir mal rein in seine Sammlung. Das erste, was mir auffällt, ist, dass da Bleecker Street aufgebahrt liegt. Ganz, ganz unten allerdings. Schöner Duft für den Frühling, by the way. Und daneben sind ein paar Deos Award, ne? Hier, von Old Spice. Die neueren hatte ich in den USA immer als Deos getragen. Die waren immer ganz nice. Ja, also das ist schon so Sammlung 2.0, ne? Hier ist... Ein bisschen mehr, da muss ich jetzt mal mir was raussuchen hier. Was sehe ich denn hier? Er hat natürlich auch wieder den Dior Sauvage da rumliegen. Auch er hat den Privé, wie Alesch. Und hier ist mal wieder Nische am Start. Ne? Den Leighton hat er von Parfums de Mali. Ja, den feiere ich gar nicht so sehr. Der ist absolut mainstreamig und gut, ja. Aber irgendwie, der catcht mich nicht. Geht vielen von euch anders. Ich glaube, das ist Platz 1 bei Parfumo, das Ding, ne? Aber na, ist gut, ist solide, aber irgendwie mich catcht er leider nicht. Dann hast du auch von Creed den Viking, da finde ich den Viking Cologne noch mal ein bisschen besser. Aventus hat er auch, ja, so gehört sich das, sehr, sehr gut. Birkholz hast du auch da was von, wenn ich das richtig sehe, hast du dann den Ocean Hills, ja? Der nämlich so ein bisschen an Aqua di Parma Colonia, ja? Hm, den Gio hat er, den Spice Bomb, ja, auch wieder... Für Dates hier alles am Start. Den Bordeaux Portugal hat er auch von Creed. Und das soll ja der Lieblingsduft von Frank Sinatra sein. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber den soll er immer gerne getragen haben. Dann hast du natürlich vom Jean Paul Gaultier den Ultramel und Le Parfum. Mhm. Den Le Male sehe ich jetzt hier nicht. Ja, das ist ja wohl zu altbacken, oder what? Hugo Boss, natürlich hast du Boss Bottle da auch am Start hinten. In der Ecke versteckt fast, hm? Und was müssen meine Augen da sehen? Ja, jetzt kommt ein kleiner Diss. Ferragamo F Black? What? Oh, ich weiß nicht, warum Jeremy Fragrance den so abfeiert. Überhaupt nicht. Also, er meint immer, es wäre voll der Wall Street Banker Duft, so, wow, Power, und das ist eher, man, really? Ist günstig und so, aber den würde ich nicht gegen Geld tragen, aber naja. Ist ja Geschmackssache, ne? So, was haben wir noch? Du hast den Havas. Der ist echt nice. Ist ein super geiles Schnäppchenteil. Der riecht wie, ja, Invictus. Ja, Invictus Aqua. Noch ein bisschen günstiger. Hat auch Power ohne Ende und ist echt preiswert, ja. Kleiner Schiebi-Tipp nochmal am Rande. Den Ideal Cologne hat er auch. Den gibt's ja nicht mehr. Ah, der ist aber echt geil. Ja. Den hatte ich mal... Habe ich irgendwie noch nie getragen, habe den dann verschenkt und wenn ich ihn rieche, dann ärgere ich mich ein bisschen. Ich sehe auch da hinten rechts in der Ecke den Dunhill Icon. Das ist so, ja, 4711 in ein ganz bisschen moderner. Ich mag ihn jetzt nicht so, aber ja, viele mögen ihn, ne? Du anscheinend auch. Und ich glaube auch, hier geht richtig viel gerade verloren, aber ich kann mich nicht auf alles konzentrieren, ja? Ich will euch ja nicht eine ganze Stunde voll labern. Denn Zeit ist Geld.
Meistens hört ihr den Spruch wahrscheinlich eher im Puff, aber vielleicht auch ein bisschen hier jetzt. So, was haben wir noch? Ja, und generell ist hier wirklich alles dabei. Ne? Also Designer, Nische, teuer, günstig, alt, neu, gut durchgemischte und vor allem große Sammlung hast du. Hut ab. Kommen wir zu Nadine. Auch sie hat eine kleine Einsendung gemacht und guckt mal, was da ist. Eine süße Katze. Ja, ah, schön. Und liebe Kerle, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich brauche mir doch keine Frauensammlung angucken. Oh, oh, oh. Irgendwann müsst ihr mal ein bisschen was verschenken. Und da kommen jetzt die großen Tipps, ja, nehmt euch einen Zettel und Stift, wenn ihr eine Freundin habt oder irgendjemanden beschenken wollt, ein süßes Girl, dann könnt ihr hier Folgendes machen. Und zwar, Nadine, ich nehme deine Sammlung und mach daraus mal einen kleinen What to buy for a girl, ja. Ganz links, oder fast ganz links, ist nämlich da Pink Sugar und der kostet so 8, 9, 10 Euro, riecht nach Vanille und Zuckerwatte. Und der ist echt nice. Haltbarkeit ist echt Power. Könnt ihr echt so einen jungen, süßen Girl schenken. Macht ihr nichts falsch. Der ist wirklich gut für das Geld. Echt ein schönes Geschenk. Mhm. Dann natürlich ganz, ganz links. La Vie La Belle, klar. Das lieben die Frauen. Ich finde den eher, na, ich will nicht sagen okay, aber ich finde eher bescheiden. Ich mag ihn gar nicht so sehr, aber na, die Girls lieben ihn. Merkt ihr euch das, ja? Könntet ihr auch schenken. Ist eigentlich auch nur mal sicher, ne? Ganz, ganz vorne sehe ich den Libre. Und das ist ein wirklich geiler Duft. Der kostet so 35, 40 Euro für 30 ml. Und Boys, den könnt ihr blind kaufen für eure Dame. Der riecht sexy, anständig. Den kann sie überall nehmen, ja. Zur Arbeit, hoffentlich nicht zu anderen Dates, aber vielleicht, wenn sie dich trifft, der ist wirklich gut, ja. Damit machst du überhaupt nichts falsch. Ich feiere den sehr und den würde ich gerne an einer Dame riechen. Aber mich lässt ja niemand. Dann, was gibt's hier noch? Ja, ne, Miss Dior, klar, das ist auch ein absoluter Powerseller. In der Mitte sehe ich den Dolce und der ist eigentlich ganz schön geil, ja. Der riecht perfekt, der ist echt schön. Den kannst du nehmen für so ein Sommerdate. Ah, der ist toll, aber die Haltbarkeit ist echt miserabel. Aber ansonsten ist das ein toller Duft. Naja. Ja, den Roma ist ein Klassiker, auch Black Opium da hinten, Olympia, klar, es ist jetzt die EDP-Version, wenn ich das hier richtig sehe, mit Pflaume und so, ist auch ein bisschen besser als das EDT. Und alle Frauen, ich sehe schon, die starren auf die Stiefelchen, ja, wollte ich schon sagen, und zwar auf Good Girl, ein sehr geiler Duft, den kannst du eigentlich auch kaufen, deinem Girl, ja. Good Girl, EDP, machst du nichts falsch. Sexy, ja, wie so eine sexy Süßigkeit zum Anknabbern. Der ist gut. Mhm. Der ist Timo geprüft, der Duft. Also kaufen. Süße Katzen natürlich, aber das habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Die kann man, glaube ich, hier nicht schnuppern. Ja, Tresor ist auch cool. Also das ist eine Sammlung mit allem so ungefähr. Ne? Hast auch recht viele, aber auch mal wieder, wenn ich das jetzt richtig sehe, schlag mich nicht, wenn ich das jetzt sage, aber keine Nische ist dabei, oder? Aber alle gängigen, großen und guten Designer-Sachen. Alien ist auch am Start natürlich, da ganz links. Ich höre die Mädels schon schreien, warum sagt er das nicht? Alien ist auch so ein toller Duft. Mhm. Ja, geht. Auch von der Größe her, ne? Also die Boys können hier schon gut mithalten eigentlich. Ich dachte immer so, Kerle haben nur so 2, 3, 4 Düfte, aber ich merke, ihr habt schon so ein bisschen mehr am Start, ne? Also, Daumen geht nach oben. Kommen wir zum Justin und der hat das Ganze mal auf 3 Bilder gemacht. Ah, ist ein bisschen mehr wohl bei dir. Hm? So, was haben wir hier? Das erste, was mir auffällt, ist Le Mal im Schottenrock. Sehr, sehr niedlich. Hast du den irgendwie angezogen oder war das eine Special Edition? Hm? Auch hier natürlich die Bestseller wieder. Ne? 1 Million ist dabei. Dann hast du Savage, Boss Bottled. Dann ist auch Job Om mit am Start. Le Mal war ja auch schon klar. Da ist schon viel, oh, Spice Bomb natürlich auch, ne? Den Gio da, Chanel de Bleu. Ja, ist schon, oh, Fahrenheit, ja? Ist natürlich auch ein krasser Knaller. Und vor allem bist du ein Jean-Paul Gaultier-Fan, ne? Da hast du ja wirklich durch die Bank einfach mal alles am Start. Hm. Okay, außer den hier und den hier. Aber ich denke, du weißt schon, was ich meine. Recht viel halt. Was mir auch ins Auge springt, du hast den Gio, und zwar den neuen EDP,
Der ist echt nochmal ein bisschen, der hat nochmal ein bisschen mehr Punch als das EDT, wirkt nochmal ein bisschen moderner. Mögt ihr das EDT, ist der leer, dann solltet ihr den auf jeden Fall mal auschecken. Dann wird er euch auch hier ins Herz gehen, bin ich mir sicher. Blätter ich mal um zum nächsten Bild und da sehe ich den super geilen, tollen Chibi, nämlich den hier, ja. Sculpture Arm, der ist echt nice. Für einen 10er, 30 ml, kannst du echt nicht meckern. Geiles Geschenk, by the way. Gibt es auch extra tolle Tipps, wa? Dann hast du auch den Sun, ja, okay, von Jill Sander, ist ja auch so ein Dauerbrenner, ne? Cool für den Sommer. Da ganz unten muss ich allerdings die Tabakdüfte sehen. Puh, damit komme ich gar nicht klar. Den Dreamer hat er, ja, absolut nice. Den Blue Jeans, den finde ich doch zu synthetisch und so, ja, Weichspüler-Duft-mäßig. Dann blätter ich nochmal um und da sehe ich jetzt ein paar Rammstein-Düfte da oben. Die muss ich auf jeden Fall nochmal testen. Die kenne ich nämlich gar nicht. Das werde ich auch nochmal in Zukunft tun. Alle reden davon nur gut. Ja, ich weiß nicht, wie sind da eure Erfahrungen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Die werde ich auf jeden Fall demnächst auch mal auschecken müssen. 4711 hat er auch. Ja, eine ganz kleine Packung da nochmal reingelegt gehabt in die Mitte. Ja, ist natürlich ein Klassiker, ne? Die Adidas-Dinger, die kenne ich nicht. Ich glaube auch, da hätte ich jetzt nicht so Lust zu, die zu testen, sage ich mal vorsichtig. Aber auch hier ist eigentlich recht viel dabei, außer Nische. Nische habe ich da jetzt nicht gesehen, ne? Aber auch das kommt bestimmt noch, oder? Ja, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Das waren 5 Sammlungen von euch. Noch einmal großes Danke, danke, danke an euch. Schön, dass ihr diesem Kanal folgt. Und falls ihr es noch nicht tut, dann macht es jetzt und hier, damit ich sowas vielleicht auch mal wieder machen kann bei 1000 Abos. Dauert vielleicht noch ein bisschen, aber naja, was soll's. Ne? Jetzt folgt ihr diesem Kanal und dann werdet ihr in Zukunft noch mysteriöse, lustige, komische, amüsante Videos sehen und nicht verpassen. Sehr, sehr gut, oder? Ja. Und eine Sache noch, schreibt mir mal in die Kommentare, was euer erstes Video von mir war. Was habt ihr als allererstes mitbekommen von mir? In die Kommentare damit, das würde mich wirklich mal sehr, sehr brennend interessieren. Und ich würde sagen, habt einen schönen Tag und zwar einen gut riechenden Tag. Also bis bald, euer Timo.